So, da bin ich auch wieder. Jetzt geht's weiter. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Er gehört zu den Besänftigten und hat keine Gefühle mehr. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Nile. Wer oder was ist Nile? Oder ja, wer? Das weiß ich nicht. Aber er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie. Das hatte ich befürchtet. Tja, sieht so aus, als ob hier Blutmagie am Werke ist. Okay. Wir bekommen das schon irgendwie im Griff. Oder macht es das schlimmer? Blutmagie kann auch uns kontrollieren. Und wer weiß, was dann passieren würde. Wir sollten Nile suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Gut, wir haben eine neue Quest und zwar müssen wir den besagten Nile finden. Der... Komm. Okay, Elfenwurzel. Der hat ja eine Art Litanei und die können wir gut gebrauchen. Ich hoffe mal, dass es ihm gut geht. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich hatte vorhin was zu tun gehabt und jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ich habe... Was ist das da? Moment. Weitere Feinde erwarten uns. Gut, die machen wir platt. Bitte tötet mich nicht. Sagt mir, weshalb ihr euch hier... Warum ich es verschonen... Sagt mir, weshalb ich euch verschonen sollte. Ich weiß, ich habe kein Recht, Gnade zu erbitten. Aber ich wollte keinesfalls Tod und Zerstörung auslösen. Wir wollten uns nur befreien. Aldred sagte, der Zirkel unterstütze Loghain. Und der würde uns helfen, uns von der Kirche zu lösen. Ihr wisst nicht, wie es hier war. Die Templer haben uns ständig beobachtet. Ständig beobachtet. Ja, das ist irgendwie furchtbar. Ich meine, die Templer allgemein und natürlich die Kirche. Das ist schon eine Katastrophe. Ja, was sagen wir dazu? Also, habt ihr zurückgeschlagen, oder wie? Aber weshalb die verbotene diese verbotene Magie? Sie war nur Mittel zum Zweck. Sie gab mir die Macht, für meine Überzeugung zu kämpfen. Für seine Überzeugung zu kämpfen ist lobenswert, aber der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Das glaubt ihr doch nicht wirklich, Wynn, oder? Veränderung kommt selten friedlich. Andraste hat dem Reich den Krieg erklärt und nicht nur einen geharnischen Brief geschrieben. Sie hat die Zivilisation neu geformt, die Sklaven befreit und uns die Kirche gegeben. Aber Menschen sind dafür gestorben. Wir dachten, jemand muss den ersten Schritt machen. Die Veränderung um jeden Preis erzwingen. Und deshalb sowas? Was ihr diesem Ort angetan habt, ist es nicht wert. Jetzt ist Aldred wahnsinnig. Und wir sind alle verstreut und dem Tod geweiht. Gefällt euch jene, die unsere Fehler wieder gut zu machen trachten. Und ihr? Das ist einfach nur jämmerlich. Auf jeden Fall ist es jämmerlich. Oder ihr wisst, wir können keine Blutmagier am Leben lassen. Naja. Was soll ich sonst tun? Ich sitze hier in der Falle.
Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich für euch tun kann. Bitte, wenn ihr mich verschont, kann ich fliehen und bei der Kirche um Sühne nachsuchen. Sie würden euch nicht aufnehmen, sie sind da sehr wählerisch. Dirnen und Mörder jederzeit, aber Malefica? Niemals. Eure Worte belegen eure Unkenntnis, Alistair. Die Kirche nimmt jeden auf, egal was er getan hat. Nun, dann meint ihr wohl eine gänzlich andere Kirche. Denn die, die ich kenne, würde nicht zögern, ihr das Schwert der Gnade ins Herz zu stoßen. Genug, darum geht es jetzt nicht. Ich will nur mein Leben. Bitte. Wie kommt ihr hinaus? Mit Blutmagie? Ich finde einen Weg. Bitte. Ich schwöre, ich werde etwas Gutes aus meinem Leben machen. Ich weiß, ich könnte eiskalt sein und sie töten, aber ich könnte es auch nicht übers Herz bringen. Ich meine, sie hat für ihr Recht und ihr so alles gekämpft. Ich verschone euer Leben. Lasst es mich aber nicht bereuen. Danke. Der Erbauer wird dafür sicher wohlwollend auf euch herabblicken. Auf jeden Fall haben wir keine Negativpunkte für diese Tat. Okay, also das... Oh, sehr schön. Das wollte ich mitnehmen, nicht da lassen. Weil das ist ein Geschenk. Ah, oh, Moment, hier liegt ja auch noch jemand. Betrachtet es als erledigt. Ach, Mensch, ich merke gerade, ich spiele zu viel ein anderes Spiel. Und zwar, was spiele ich denn jetzt momentan? Ach, hier ist es. Marvel. Ach ja, Marvel Super Hero Squad. Und zwar, ja, das spiele ich in letzter Zeit ziemlich oft. Hm? Und es macht mir auch wirklich Spaß. Mhm. Mhm. Das einzige Problem an dem Spiel ist nur, ich kann es nicht aufnehmen, da es ein Browser-Game ist. Also aufnehmen geht schon, aber bestimmte Stellen kann ich nicht zeigen. Ja, ist eigentlich schade drum. So, wir speichern hier erstmal. So, das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt warten hier wieder Feinde auf uns. Ich hoffe mal... Ja, sicher. Das war klar. Betrachtet es als erledigt. Abscheulichkeit des Hungers. Das war klar. Das war's. Ja, wir haben ja bald Weihnachten. Das ist ja auch ganz toll. Das heißt, diese Aufnahme wird dann die letzte sein. Sehr schön. Da ich ja dann eine Pause machen werde, eine Art Winterpause, sowas wie Winterschlaf gibt es ja bei mir nicht. Das heißt, für die nächsten Monate... Sie dürfen uns nicht überwältigen. Für die nächsten Monaten, ich meine, für die nächste Zeit wird es keine Aufnahmen mehr geben. Da ich, ja, da Weihnachten ist. Okay, irgendwie sage ich jetzt gar nichts, weil ich hier voll konzentriert bin mit der ganzen Sache. Und ja, ich verleihe mal den lieben Alistair genau das hier. Ach je, das wird jetzt nicht übel. Gut, das war's jetzt fürs Erste. Sobald es aber kommt, dass
wie beim Enden, wenn wir diesen Gegner sind. Muss ich doch wieder zu Win rüber wechseln. Und wie es aussieht, werde ich auch das Spiel dann auf leicht stellen. Ja, ich weiß auch nicht. Den traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Der ist schon eine Nummer für sich. Gut. Wir haben hier jede Menge Mumpitz und einfacher Blödsinn. Das heißt... Ach komm, das ist doch nicht wahr. Okay, was soll ich sagen? Das heißt, ich werde später alles verkaufen. Na komm. Verjüngung. Ah, super. Machen wir das mal. Das Blöde daran ist nur, das glaube ich, habe ich schon mal gesagt, dass im Spiel es leider wirklich, leider keine Mana-Tränke gibt. Und das ist ein doof. Hä? Hallo? Hallo? Wer seid ihr? Ich. Ein Niemand. Ein Nichts. Völlig harmlos. Lasst mich bitte allein. Ihr braucht vor mir keine Angst zu haben. Aber die Dämonen. Das ist erledigt. Vertraut mir. Wenn ihr sicher seid, könnte ich mal einen Blick riskieren? Ja. Oh. Oh. Ah ja. Seid ihr verletzt? Ich hab mir den Hals verrenkt und mein Hintern ist eingeschlafen. Oh, heiliger Erbauer, seht nur! Diese Dämonen wussten wohl gar nicht, was sie erwischt hat. Godwin, Magier beim Zirkel von Ferelden, zu euren Diensten. Freut mich, euch kennenzulernen. Oder die bessere Frage, wie kamt ihr in diesen Schrank da hinein? Überall waren Dämonen, die mir den Ausgang versperrten. Ich dachte, es sei am besten, mich irgendwo zu verstecken und mucksmäuschen still zu bleiben. Ich will irgendwo in Sicherheit sein. Vorläufig bleibe ich einfach hier oder ich gehe wieder zurück in meinen Schrank. Ja, okay. Nee, klingt nach einer guten Idee, ja. Die meisten der Dämonen sind tot, ihr könnt entkommen. Und wohin? Die Templer haben die Tür verriegelt. Ich bleibe einfach hier und warte ab, was passiert. In Ordnung. Macht es gut. Nochmals danke, dass ihr mich gerettet habt. Vielleicht sehen wir uns unter weniger lebensbedrohlichen Umständen wieder. Bestimmt. Na gut. Sieht so aus, als ob dieser Herr nicht mitkommen möchte. Naja, okay. Wo lang? Da lang. Genau. Was war das denn? Muss noch was da sein. Wir werden drin. Oh nein. So, Win. Jetzt tu mal deinen Wir müssen daneben. Einsatz hier. Also eins ist sicher, das nächste Mal nehme ich Win überall... Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, ist ja gut. Ich nehme Win das nächste Mal in anderen Regionen mit. Fähigkeiten nicht freigeschaltet. Ach, verdammt. Ausgerechnet, jetzt brauche ich hier die Fähigkeit von ihr. Okay, Kordel des Hervor... Okay. Was haben wir hier? Nur Geld. Okidoki. Ich glaube, das können wir gut gebrauchen. Geld können wir immer gebrauchen. Aber wir wollen erstmal wegen einkleiden. Ja, erstmal gucken, was wir alles Schönes haben. Lederrüstung, das ist einfach nur alles. Die könnte ich Win geben. Sie könnte es echt gut gebrauchen, aber sie hat dann das gewisse Etwas nicht.
Oh, das ist schon interessanter. Ja, das ist wirklich interessant. So, dann... Nee. Was ist da? Magie plus 2. Was haben wir hier? Feuerresistenz. Und... auf erhaltene heilende Effekte. Ja, irgendwie sehe ich das ganz schlecht, weil ich habe irgendwie das Problem, dass es hier ein bisschen dunkel ist. Nee, das, was sie trägt, ist gut. Okay. Haben wir sonst irgendetwas? Silber, oh nein. Aber sie kann ja was herstellen. Wollen wir mal gucken. Ja, wir können eins nur herstellen. Das ist schade. Aber Lyrium. Ach, ich habe ja eben gesagt, dass hier keine Mana-Tränke. Ich meine es eigentlich umgekehrt. Nicht die Mana-Tränke vermisse ich hier. Ich vermisse die anderen Tränke. Ja, komm. Ist nicht wahr. Und das ist der gute Alistair. Du bist erledigt! Oh, das ist kein Gut, haben uns nicht im Stich gelassen. So, dann wollen wir mal gucken. Stärke geben wir einmal hinzu. Dann geben wir noch ein bisschen Klugheit hinzu. Und Konsti kommt noch ein bisschen. Dann weiter. Okay, da müssen wir Stufe 9 haben, um das jetzt zu können. Als Templer. Wir sind momentan Stufe... Welche? 8. Ja, weiter. Von daher werden wir einmal gucken, was wir ihm geben. Wo soll er sich verstärken? Ich glaube, er könnte auch mal mit 2 Waffen kämpfen. Oder? Ja, wäre interessant, wenn er die Ausbildung für 2 Waffen hat. Das heißt also, ich muss einmal Alistair anklicken. Ja, er hat eigentlich nur... Okay. Ja, dann muss ich halt warten, bis ich noch eine Waffe bekomme. Derweil muss es so gehen. So, was haben wir hier? Okay, noch mehr Mist. Noch mehr. Ja, in der letzten Aufnahme habe ich mich sowas von derbe aufgeregt. Ich habe nur gemeckert, geschimpft, gemosert und ge... Ja, egal. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen müde. Das heißt, wir müssen bald die Aufnahme hier stoppen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Ah, hier gibt es genug zu sammeln. Einmal hier was. Einmal ein Amulett der Kirche. Ich glaube, das wäre was für einen guten Alistair. Schwaches Lyrium. Gut, haben wir auch schon mal Intos. Wir werden Ihnen das Amulett der Kirche später... hier ist ein Kameraschwenken, das geht gar nicht. Das Amulett der Kirche werden wir ihnen später geben, wenn wir wieder im Lager sind. Ich meine, da kann ich ja in Ruhe die Geschenke verteilen. Ja, oder halt zu Weihnachten. Ja, es gibt mal Geschenke. Da muss ich ja... Betrachtet es als erledigt. Okay. Könnte das Arbeitszimmer des obersten Verzauberers sein? Ob er die wohl alle gelesen hat? Wow. Wäre schon genial. Kleine bemalte Schachtel. Was haben wir hier? Eine Truhe. Ah, das ist ja Wunderbärchen, meine Güte. Hier werden wir ja belohnt. Oh, was ist da?
Oh, schwacher, aber okay. Mal gucken. Kannst du es öffnen, meine Liebe? Kannst du nicht. Schade drum. Schade. Hätte ich gerne öffnen können. Ja. Gut, erstmal hier nochmal speichern. Moment, Taste. Jupp. Gute. Jetzt ist hier schon mal gespeichert. Ja, dieser Tornei-Helm ist schon klasse. Ja, den ganzen Ärger, den ganzen Frust, den ganzen Blödsinn, den ich hier noch verzapft habe, kommt gut. Wo sind wir hier? Mach mal auf. Kannst du nicht, bist du dumm dafür. Schon klar, du wohnst ja, wie gesagt, in Lila Laune Bärland. Manchmal gehst du mir auf die Nerven, Mädel. Ja, ich bin kurz davor, von mal wieder auszurasten, einfach mal den ganzen großen Ärger zu haben. Ah, ich hasse dich, verdammt. Ich hätte sogar den Hund mitnehmen können. Der ist wesentlich intelligenter als du. Ach, das riecht hier geradewegs nach Falle. Ja, hier sehen wir eine Leiche. Sobald wir da rangehen. So, Codex aktualisiert. Hier riecht's nach Falle, aber richtig. Sag ich doch. Blöd, dass ich das hier nicht machen kann. Na. Na, war ja klar. Die anderen stehen auf, wenn der nächste tot ist. Oh, was haben wir da? Wir haben da ein... Ich habe versucht, ehrlich zu sparen. Hier, so viel gespart. Aber irgendwie legt Alistair darauf an, dass er einen von den Großen nimmt. Nein. Wir nehmen mal den ganz Großen, wie im Saft. So, jetzt aber. Hier. Ich werde es tun. Okay, das wird jetzt echt kritisch. Das kann doch nicht wahr sein. Alistair, moin, Alistair. Würdest du mal bitte das hier nehmen? Ja, das ist Medikament. Verdammt. Ja, sofort. Oh nein, nicht du. Ich werde es tun. Hier, noch eine Leiche. Zurück! Okay. Das lief nicht so gut. Aber egal, wir haben es wenigstens geschafft. Dann sammeln wir mal den ganzen Mist hier ein. Okay. Da haben wir ein bisschen Geld. Oh, schon wieder eine Galle. Und ein bisschen Kleingeld. Okay.
Auf jeden Fall werde ich mal so viel machen, wie ich schaffe. Was haben wir hier? Einmal eine gekohlte Leiche. Nehmen wir mal mit. Eieieiei. Ich höre die ganze Zeit hier solche Schreie. Hört ihr das? Ja. Menschen schreien und jammern und ach, ich jammer hier auch gleich. Weil das dumme Trinchen da nicht eine Truhe öffnen kann. Meine Güte. Mädchen, mach mal was. Du gehst mir wohl auf den Säuger. So, jetzt einmal das hier. Und weiter. Na, das habe ich mir schön gedacht. Moment mal, was soll das denn? Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen schneller. Leutchen, ich brauche mal hier Hilfe. Diese... Ja, super. Liliana, du bist einfach zu dämlich. Als erledigt. Ja, das hätten wir schon mal erledigt. Wir kriegen hier Feuerpfeile. Was ist das? Lumpen. Mal gucken. Was haben wir denn da? Papierfetzen. Okay. Können wir nicht gebrauchen. Aber was ist das für eine Fleischmasse? Igitt. Ich weiß, was das ist, aber ich will... Okay, Leute, das ist schon recht widerlich. Betrachtet es als erledigt. Noch ein Codex-Eintrag. Moment mal, ist da noch eins? Nee. Was, seht euch das mal an, das ist ja... Oh, pfui. Und das Ding lebt auch noch. Ih. Und das sehen wir noch einen ganzen Turm. Viel Fleisch. Giddy Pfui. Ja, das kommt davon, wenn man Blutmagie macht. Das kommt davon. Wie ihr meint. Templer. Was machen die Templer hier? Ja, super. Was ist mit dem passiert? Okay, das ist schon gar nicht mehr normal. Templerhelm. Gut, nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Das heißt... Wir tauschen mal was um. Nee, Alistair kann es noch nicht tragen. Ich kann es auch noch nicht tragen. Ich muss erstmal eine Stärke von 26 haben. Und ich habe eine Stärke von... Muss ich mal gucken. Kann ich so nicht sehen. Naja, Moment mal. Ich konnte es ganze Zeit sehen. Moment. Ich habe eine Stärke von... 21. Reicht nicht aus. Okay. Okay, Amulett des stillen Gewässer. Okay. Nehme ich mal mit.
Kann ich gut gebrauchen, für was auch immer. Sehr schön. Leeres Pergament. Und ich sehe gerade, wir haben so viel Klumpatsch und Mist bei uns. Das heißt, wir müssen ein bisschen mal gucken, was wir hier einsetzen. Kreis des Suchers. Klugheit und, ja, was haben wir hier? Willenskraft. Alistair, was hast du da? Verringert Feindseligkeit. Ach so, okay, nee, nehme ich dir nicht weg. Nee, nehme ich dir auch nicht weg, Mädel. Ich kann das andere auch nicht wegnehmen, weil ich das brauche. Also die beiden Sachen verkaufe ich noch. Was haben wir hier? Stab des Akolyten. Zu schwach? Zu schwach. Ah, Problem. Ich kann nichts austauschen. Im Moment nichts.